wenn andere darüber entscheiden und wenn ihre eigene Freiheit eingeschränkt wird. Und wenn das sogar so weit geht, dass kleine Mädchen schon also ihr Haar bedecken sollen, weil sie angeblich einen Reiz bei Männern auslösen, dann ist nicht das Mädchen das Problem, sondern der Mann ist dann das Problem. Und wer das nicht ertragen kann, einen Anblick einer Frau, warum soll sie sich verhüllen? Dann kann er sich halt die Augen verbinden. Und das ist mein Verständnis von Freiheit und von Gleichberechtigung. Und zu Recht wird in Deutschland die Stimme erhoben, dort, wo es Unterdrückung, keine Gleichberechtigung gibt. Wir in der CDU diskutieren über Frauenquoren, über Frauenquoten. Das sind doch alles Themen. Es kann doch nicht sein, dass wir auf der einen Seite über Sprache sprechen, ob man Sternchen schreibt und es einen Shitstorm gibt, wenn man es vergessen hat, aber auf der anderen Seite diese Frauen nicht sieht, klar, weil sie unsichtbar sind. Also, und da finde ich, müssen wir auch Acht geben, dass nicht sofort immer eine Keule kommt von Rassismus, Islamismus oder sonstigen jetzt Geschichten. Nochmal, Religion, das Recht haben wir zu glauben, egal welchen Glauben, solange es die Freiheit des anderen nicht einschränkt.